Wait, wait, I give you this. Hey, 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 no! Why? Why? Feuer! Ja, dann herzlich willkommen auf dieser Folge. Heute werde ich das Spiel Rust kurz erklären, meine Damen und Herren. Als erstes, Leute, unter Video beschreiben findet ihr meinen Twitch-Kanal, Leute. Checkt bitte ab. Dort lasst gerne ein Follow da. Wie gesagt, ab der nächsten Woche bin ich sehr, sehr, sehr aktiv auf diesen Twitch-Account, Leute. Dieses Spiel werde ich spielen, Leute. Ja, muss man sagen, viel Spaß mit das Video. Let's go. So, Leute. Willkommen bei Rust. Ganz kurze Erklärung, was Rust überhaupt ist, Leute. Bei Rust gibt es nur ein Ziel. Überleben, überwinden, hungern, Durst und Kälte. Errichte ein Feuer. Errichte eine Unterkunft. Erlege Tiere. Schütze dich vor anderen Spielern. Ist schon geklärt, Leute. Es ist schon geklärt, Leute. Das heißt, Leute, es geht hier ein Leben um Tod. Wenn du nie kein Essen findest, kein Trinken, sterbst du. Egal wie Loot deiner hast, weißt du? Sterbst du. Vertrau niemand, Leute. Vertrau nicht mal dein bester Freund. Außer wenn ihr in einem Team seid, dann ja. Aber wenn ihr sagt, nee, wir wollen nicht kein Team, aber wir sind trotzdem Freunde, können uns, ich weiß, wo du wohnst, dies, das und das, das. Vertrau nicht mal den, Leute. Ja, vertrau nicht mal dein bester Freund. So. Wie gesagt, dieses Video ist eine kurze Erklärung von Rust, ja. Das werde ich halt nie spielen. Ich werde nur zeigen, wie ist das, wo, was man machen kann. Das Video wird ein bisschen länger dauern, aber Leute, die Rust dann in der Zukunft spielen, hier ist es Erklärung, Leute. Und zwar, Leute, es gibt drei Möglichkeiten, Rust zu kaufen, Leute. Hier blende ich euch gerne ein Bild. Es gibt, wie gesagt, drei Möglichkeiten. Erstens, wer kein Geld hat oder wenig Geld hat, kann die billigste kaufen, Rust, Leute. Im Rust gibt es drei Sachen und die erste Sache ist erste Rust. Wie das war wie Cold Noir. Die billigste ist bei 50 Euro, die mittlere ist bei 60 Euro, wer Mathe kann, genau. Bei der dritte ist bei 80 Euro. Das ist die teuerste, Leute, und ihr bekommt so viele Sachen, Leute. Ja, hier blende ich nochmal ein für 80 Euro. So, bestimmt fragt ihr euch, ja, okay, gut, ich habe mir das Spiel gekauft. Kann man mit PC und PS4 spielen, Leute, oder PS5? Weiß ich leider zurzeit nicht, aber wenn du auf Rust bei PlayStation Store gibst, Rust, und gehst ganz, ganz runter bei Informationen, findest du diesen Text, Leute. Benutzer können eine Verbindung mit der PS4 oder PS5 über ein mobile Gerät, eine PC oder eine andere PlayStation oder PlayStation 5 herstellen und dann drauf spielen. Was das bedeutet, weiß ich leider noch nicht. Also ich verstehe es selber gerade nicht. Hä? Spielen wir dann in der Zukunft mit PC? Ich habe euch gesagt, ihr findet das einfach ganz, ganz unten bei der Spiel, bei Informationen, Leute. So. Zurzeit gibt kein Skinshop, Leute. Wie ihr seht, Fehler bei den Abrufen der neuesten. Das heißt, Leute, der richtige Vision, Leute, der richtige Rust-Vision kommt am 21. Mai. Leider bin ich nicht zu Hause, sagen wir mal so, am Wochenende dieser Woche, wenn ich dieses Video hochlade, am Wochenende, Leute, bin ich leider nicht zu Hause, Leute, habe ich keine Zeit, das Video oder es gibt auch kein Film oder kein Event, wisst ihr, was ich meine, weiß ich nicht, vielleicht kommt direkt früh Event. Weiß ich leider noch nicht, Leute. Deswegen, im Rust, Leute, gibt es sehr, sehr viele Server in der Zukunft, Leute. Wie gesagt, wenn man mit PC spielen kann, findet man das. Wenn man auf Rust spielen oder weitere spielen, ich sage das gleich, aber ich drücke jetzt auf Rust spielen, Leute. Ja. Geht als erstes offizielle Spiel. Das sind die Server, Leute. Ja, hier steht irgendwann vielleicht in der Zukunft PC oder PS5 oder keine Ahnung. Also hier offizielle Spieler. Also Spiele und PlayStation 5 Gemeinschaft und Favorite, das ist die Server, die ich gestern gespielt habe und dachte mir, nee, das gefällt mir, die Leute sind cool, das und das und das, könntet hier gerne speichern, also bis jetzt habe ich nicht, weil ich es gelöscht habe, ja. Bei Gemeinschaft, Leute, gibt es auch keine Server, aber wenn ihr mit euren Freunden in der Zukunft auf dem PSP online seid, beide, da steht Gemeinschaft, zum Beispiel Ali Mohammed hat diesen Server hergestellt. Können Sie beitreten? So, Beispiel. Wenn ich mich nicht irre. Ja. So, wenn wir auf PlayStation 4 gehen, Leute. Hier sind die Server, Leute. Hier steht
Ping? Ja, NA heißt Nordamerika. Wenn ich falsch liege, dann schreib bitte unter Kommentare. Du kannst Filter gehen in Zukunft, wenn das richtige Rust kommt, Leute. Hier kann man auch Servers, Religion, alle habe ich geschrieben. OC, NA, EU, Europa und AS, Asien. Ja. Und bis jetzt habe ich Standard Sachen, bis es halt die richtige kommt. Also bis jetzt, gestern habe ich wie gesagt gestreamt, auch privat gespielt. Kein einziger Deutscher war vor meinen Augen und hat geredet. Keiner, nur Englisch, Leute. Ja. Ich spiele ganz kurz Gameplay, Leute. Ende des Videos so. Leute, gehen wir bei Einstellung, meine Damen und Herren. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ja. Hier steht Spiel. Hier kannst du deine Einheitstypen automatisch ausrüsten. Sprachchat, jeder. Du kannst nichts direktieren. Chat, andere Sprache. Du kannst auch Deutsch ändern. Chinesen gibt es auch Arabisch, glaube ich. Das wusste ich gerade nicht, weil gestern nie war. Also du kannst gerne dein Land halt auswählen. Deutsch, leider gibt es kein Arabisch oder andere Sprachen, außer die sehr ganz wichtig. Ja, hier gibt es Englisch, Leute, sehr, sehr wichtig. Die Leute, die Englisch lernen müssen. Also Leute, mein Englisch bei diesem Spiel ist Katastrophe. Wirklich, ich, Digga, Englisch habe ich vergessen. So, wie kommt zu Steuern, Leute? So. Also ich verstehe gar nicht mit Steuern, aber es kommt trotzdem nach unten, Leute. Ja, so die Kameraempfindlichkeit habe ich kurz ein bisschen eingestellt, Leute. Ja, so, ja, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr erklärbar schon. Hut, weiß ich nicht, was das ist, Leute. Also, wer weiß, ist gut für ihn, aber ich weiß bis jetzt nicht, was Hut ist. Anzahl der Hut eliminierte, keine Ahnung. Hier kann man auch, wie gesagt, bei jedem Spiel Audio halt wechseln. Ich weiß halt nicht, ob die Lieder von diesem Spiel Copyright sind, weil Hintergrund läuft gerade das Lied. Aber ich glaube nicht, weil kein Rapper rappt gerade drauf. So, wir kommen zur wichtigen Sache, Leute. Kommt darauf an, ob du Monitor hast, Gaming-Monitor oder ganz normal Fernseher. Wie ich, Leute, wie gehen zu Grafik. Ja, Leute. Die ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Die Sichtfeld. Bei diesem Spiel kann man Sichtfeld ändern, Leute. Das letzte ist bei 60 und das Ende ist bei 90, Leute. Ich habe 90, Leute, und es fühlt sich einfach wie, als wäre ich auf der PC zocke, Leute. Das ist wirklich löflüssig. Ja, wie gesagt, kommt darauf an, wie euer Helligkeit so passt und so, weißt du, was ich meine? Ja, auf PC kann man wahrscheinlich viele Sachen machen, aber das sind die Einstellungen von diesem Spiel, Leute. Stimmt, die Steuerung, Leute. Die Steuerung, die Gebäude. Ach, hier zeige ich euch mal. Das ist jetzt mein Controller und jetzt diese Sachen kann ich halt in diesem Spiel machen, Leute, wisst ihr? So, springen, benutzen, ducken, umschalten, Licht an, aus, drücken, halten, Sekunde, Injektion. Also man kann sehr vieles machen. Man muss nur in diesem Spiel erstmal reinkommen. Also gestern im Stream war ich wie loster Mensch, weil das Spiel gestern rauskam, Leute. Ja, hier Standard. Gebäude steht da, ich weiß nicht, was das so komisch ist, oder was es anders ist. Ich glaube, oben, dass es aus ist, weiß ich nicht. Aber ich lasse es einfach Standard, Leute, sehr, sehr wichtig für mich. Ja, so. Welche Server gehe ich? Ja, lass mal EU gehen hier, lass mal EU. Ah, EU gefunden. So, wir gehen beim am meisten. Ja, viel Spaß. Aufstehen. So, Leute. Wir spawnen hier immer woanders, Leute, weil wir keinen Schlafsack haben, wie gesagt, Leute. Ja, wenn ich auf Touchpad drücke, rede ich im Spielchat. Hallo, gut diese. Ja, dann hört man mich jeder. Aber wenn ich kein Touchpad mehr drücke, dann hört man mich trotzdem. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja, also man muss nicht immer im Sprachchat reden, dass man sich hört. Nee. Also wenn du sagst, deine Mutti kommt am Ende und du bist vor deinen besten Freunden oder bei fremden Leuten rein, ja, dann kannst du dich ganz, ganz schnell muten, sag mal so. So, ich zeige euch die Karte, Leute. Also hier sind die Sachen, aber als erstes zeige ich euch die Karte. Das ist die Karte, Leute. Ja, dorthin sind die halt die Shops und so. Ja.
sind halt verschiedene Sachen, muss halt laufen, Leute. Du kannst hier alles bauen, meine Damen und Herren. Sie können hier alles bauen. Hier zum Beispiel, die Leute haben hier schon Häuser gebaut und so. Ja. Ja, was man hier alles bauen kann, Leute. Hier, das sind die Sachen, Leute. Ich hoffe, das ist erkennbar für euch. Ja. So, hier ganz kurz alles gehen hier. Hier ist es, das Schlafsack ist sehr, sehr, sehr wichtig am Anfang. Wenn du stirbst, dann spawnst du bei diesem Schlafsack und nie woanders. Ja, deswegen, Leute. Also bis jetzt habe ich keine eigene Haus gebaut. Nicht gut. So, hier sind die Klamotten. Kannst du, wie gesagt, alles halt machen und umrüsten. Ja. So, hier, das sind die Nahkampfwaffen. Hier sind die Waffen. Ja. Munition kannst du auch machen. Schloss. So, hier ist das Licht. Und hier eine sonstiges. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist Verband, Leute. Und ja. Als erstes braucht man, wenn man was baut, erstmal Holz, Leute. Wie ihr Holz kaputt macht, indem ihr einfach Stein nimmt. Ja. Geht einfach zum Baum. Einfach zum Baum gehen und einfach R2 drücken. Dann kommt ein X, Leute. Diesen X müsst ihr immer versuchen zu treffen, Leute. Und diesen X geht ganz schnell zu. Sag schon, dass der Baum kaputt geht. Wisst ihr, was ich meine? Und hier unten rechts seht ihr Holz. Ja, aber ich mache das jetzt einfach so. Ohne X zu treffen, was sonst dauert. Das zeige ich ganz kurz. So, sammle ich ein bisschen Holz hier. Also wie gesagt, hier kann man Pferde reiten, hier kann man Autos machen, hier kann man Heli machen, dies, das, aber bis jetzt ist davon nichts gekommen, Leute, weil wie gesagt, der richtige Rust kommt erst am 21. Ja, und ich hoffe, dass wir nächste Woche irgendwie ein Update davor kommt. Ja. Ja, so. Als erstes brauchen wir eine Bauplan. Bauplan brauchen 20 Holz. Ich habe jetzt 132. So, wir kaufen das einmal. Auf hier klickst du fünfmal, auf X drückst du einmal. Ich muss jetzt 30 Sekunden warten, wie hier steht. 30 Sekunden warten. Also kann ich ein bisschen spazieren. Vielleicht treffe ich mit einem Fremden. Ja. Aber wie gesagt, ich muss halt aufpassen, dass sie mich nie killen. Ja. Also bis jetzt gibt es keinen deutschen Server. Es gibt nur, wie gesagt, EU. Trotzdem auch EU habe ich keine Deutschen getroffen. Ja, du musst halt im Spiel Deutsch reden. Wer Deutsch sehr gut, sorry, Englisch. Wer sehr gut Englisch kann, Mashallah. Also wirklich Mashallah. Mein Englisch ist Katastrophe, Leute. Ich muss sagen, ich musste gestern Abend, Leute, Google Übersetzer benutzen. Weil ich gesagt habe, wollen wir Freunde sein. Ich habe komplett Englisch vergessen. Ich habe es gerade auch vergessen. Hier, dort hinten läuft einer, Leute. Ne, das war ein Baum, sorry. So, der Bauplan ist fertig, meine Damen und Herren. Sagen wir so, ich baue jetzt hier. So. So. Hier kann ich alles machen, Leute. Ich kann hier Fenster machen. Ich kann mal Wandrahmen. Also, ich kann sehr Wand, Bodenrahmen. Ich kann halt sehr, sehr, sehr viele Sachen machen. Ja. Es ist halt wie The Forest, Leute. Und halt wie Minecraft. So. Beide gemischt. Also, hier kann ich Treppen auch. So. Ich brauche Wand. Ich baue jetzt nicht ein Haus, aber ich erkläre es so. So, jetzt habe ich kein Holz. Es ist bei mir nie rot, sondern orange, Leute. Ja. Tür geht's auch nicht. Aber so Erklärung so für euch. Wisst ihr, was ich meine? So könnt ihr einfach ein Haus bauen. Halt, wie gesagt, wie Minecraft. Hier, das sind die Sachen, Leute. Hier kann man auch Marihuana pflanzen. Oh. Hallo? Abziehen. Rennen, schnell abziehen. Sehr, sehr wichtig, das kann ich essen. Hallo? Hallo? Hallo, help me. I am hungry, bro. Ganz wichtig, Leute, dort hinten läuft ein Bot, Leute. Und dieser Bot hat eine Waffe. Der ist richtig stark. Ja, deswegen immer aufpassen, wo ihr hinläuft, immer die Augen aufhalten, ja. Und wer schreibt die ganze Zeit Hallo hier? Hallo? Hallo? Hallo?
Can you hear me? Schade, es gibt keine Leute hier. Ah, Leute, ich habe euch vergessen zu sagen, Leute. Hier liegt überall Loot, ja. Die müsst ihr immer mit einem Stein zerschrotten. Ja, hier habe ich Sachen bekommen, Leute. Sehr, sehr wichtig. So, hier weiter kaputt machen. Ihr müsst halt aufpassen, dass der Stein auch kaputt geht. Ja. Und wie gesagt, es geht hier im Spiel Leben und Tod. Egal, ob du Hunger hast. Dann stirbst du vor mir, ist denn einer. Wir gehen hin. Gehe ich gleich hin und dann befreunden wir mit denen. Mal gucken, ob er Deutscher ist. Dann geben wir was. Dann geben wir ihm was. Also. Hallo. 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 Do you hear me? Brother. Hallo. Hallo, do you hear me? Hallo, Bruder. Hallo. 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 How are you? How are you? Hey, no. Guck, Leute, wie aggressiv er ist. Was machst du? How are you? I ask you, how are you? Come here, I give you. Hallo, I give you, hallo. Vertrau keinen. Einfach wie ein Mann bleiben. Wait, I give you this. Hey, no! Why? Jetzt hat er mein Loot geklaut, Leute. Wie gesagt, ihr müsst halt aufpassen, ja. Ja, du bist tot. Wir respawn, Leute. So, wir sind respawn, Leute. Mal gucken, wo wir sind. Dort hinten bin ich gestorben, Leute. Ja. Und guck mal, wo ich spawne. Wenn ich keinen Schlafsack habe, Leute. Ja. Das hat sich eigentlich erledigt mit diesem Video, ja. Und ich hoffe, bei nächstes Video, also wie gesagt, ich würde nie so viel Videos dafür machen, aber Livestream sehr. Ich hoffe, bei nächstes Video werde ich Faxen mit den Leuten machen. Ja. Also wie gesagt, jetzt habe ich alles verloren. Jetzt muss ich von neu anfangen. Und ja. Oh, Hanf. Oh, lecker. Jo, das kann man auch bauen, Leute. Also pflanzen und dass du auch davon hast. Ja. So, Leute. Ich muss mal sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Livestream oder beim nächsten Video. Checkt's unter Videobeschreibung meinen Twitch-Kanal und folgt da mich. Würde mich sehr, sehr freuen. Kuss auf die Nuss. Feuer! Help! Feuer! Okay, Spaß beiseite.